Ja, liebe Freunde, die erste Stufe ist geschafft. Die Fuchs-Initiative hat in 100 Tagen 130.000 Unterschriften gegen die Kreisreform gesammelt. Nur 20.000 wären notwendig gewesen. Alleine bei uns in der Region haben wir an die 8.000 Unterschriften gesammelt. Rot-Rot hat schon zu erkennen gegeben, sie wollen auf keinen Fall Kompromisse machen. Das heißt, wir gehen in das weitere Verfahren. Volksbegehren, Volksentscheid, und auch das werden wir gemeinsam schaffen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Woche.